Willkommen zurück hier zu Star Wars Jedi Fallen Order in einem Tempel, der... Okay, hoffe ich nicht. Viele Geheimnisse mit sich birgt und... den darf ich nicht verschieben. Hier darf ich aber aufmachen. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Naja, egal. Ich mach's einfach mal. Schön, dass ich da hoch wollte. Danke. Ja, da unten hat irgendwas. Ich gehe erstmal zu ihm da unten hin. Das ist ganz was Neues. Oh, nett. Na gut, das ist relativ simpel. Was ist das? Danke, BD1. Ein Grabwächter. Schön, dass ich da nicht hoch darf. Aber ich durfte klettern. Also wir kriegen es jetzt mit Grabwächtern zu tun. Eine interessante Neuigkeit hier. Wir müssen überall irgendwo Kugeln rein. Gehe ich dann doch erstmal da hoch. Also hundertprozentig bekomme ich hier irgendeine neue Fähigkeit. Frage ist nur, was für eine Fähigkeit. So. Also das wird wahrscheinlich die Rutsche sein, die... Ja. Okay, seitlich runter darf ich auch nicht. Hä? Voll daneben gesprungen? Stem? Ja, Nope. Habe ich es endlich mal geschafft. Puh. Okay. Hallo? Ja? Servus? Bin ich jetzt hier ein Grabräuber oder was? Danke. Oh, da ist ja noch einer. Hilfst du mir mal? Ei,
Man kann es auch übertreiben, oder? Ja. Die Dinger gehen mir auch auf die Nerven. Bei euch werde ich wahrscheinlich anders los, ne? Lichtschwert löst wohl nicht alle Probleme. Okay. Mann. Oh, danke. Uff, meditieren. Fähigkeitenbaum. Geht noch nicht. Mal mit dem ausweichenden Tritt kommen. Falsche Taste. Und zurück. Lass mich raten, dann ist der Gegner wieder da. War so klar. Ah. Hab's herausgefunden, wie es geht. Weiter Sprung. Warum schreit das hier noch Ärger? Weil er wieder ein Wächter ist. Seid ihr denn wieder da? Da komme ich nicht ran, aber ich darf die auch noch nicht nach vorne schieben irgendwie, ne? Ja, wachsen auch noch nach. Okay, machen wir das so. Geht's auch wieder auf. Okay. Geil. Schön. Wir fliegen einfach. Hey, hier ist noch so viel zum Erkunden. Ich habe jetzt schon voll die Orientierung verloren. Irgendwas drin, der wäre auch nice. Aber irgendwie habe ich das Gefühl nicht los, dass hier nirgendwo was drin ist. Alte Statuen. Hier ist sonst weiter nichts, ne? BD? Nein? Sonst weiter nichts? Okay. Umlang kann ich auch nicht. Jetzt kann ich nicht, ich kann nur geradeaus, also rennen wir auch geradeaus. Was ist das?
Okay. Konzentration! Jedi wollen keine Aggression, wir stellen uns gegen sie. Die Macht, sie ist unser Schild. Die Hindernisse auf deinem Pfad definieren den Pfad. Was im Weg steht, wird selbst zum Weg werden. Gut. Versuch's erneut. Schiebe den Ball mit der Macht zum Ziel. Okay. Los, nochmal. Ah, jetzt hab ich's verstanden. Gut, weiter so. Jetzt schneller. Schließ den Test ab. Was im Weg steht, wird selbst zum Weg. Schub bekommen. Okay. Was haben wir denn hier? Okay, jetzt bin ich überfordert. Ist was? Moment, dann kann ich das vielleicht darüber schieben. Ein Echo. Der Wächter ist lange zerstört. Oh, okay. Was ist es? Und boom. Hallo, da bin ich. Moment, das ist doch hier die Ecke, ne? Hier komme ich doch her. Genau, da komme ich her. Da vorne war doch der Kampf gegen den Wächter, oder täusche ich mich da? Nee, der war vorher. Hier scheint ein anderer Wächter zu sein. Mein Freund, sieh dir die Details auf dieser Rinde an. Die unverwechselbaren Streifen. Das kann doch nur ein Roshir-Baum von Kashyyyk sein. Zeit für einen Besuch bei einem alten Freund. Wenn die Sepho Kontakt mit Kashyyyk hatten, stehen die Chancen gut, dass Häuptling Tarful darüber Bescheid weiß. Okay, machen wir nochmal den nächsten Wächter platt. Der scheint mir ein bisschen stärker zu sein. Stärkerer Grabwächter. Ich sehe nach. Umso skeptischer macht es mich jetzt, wo ich jetzt lang muss. Heißt sie auf der Holokarte? Ne, ich gehe jetzt erstmal zurück. Haben sich mir jetzt nämlich so viele Wege aufgetan.
Kann jetzt nicht einfach nach Kashyyyk gehen, so von wegen. Ach, da war ja nix. Hier war doch irgendwo der Weg nach rechts, ne? Merci. Sepho schufen dieses Artefakt als Opfer für den Wind. Aus irgendeinem Grund wurde es absichtlich zerstört. Nice. Da komme ich nicht lang. Wäre ich bescheuert, wenn ich hier rüber gehen würde. Okay. Wäre ich jetzt wieder ganz zurück. Aber ja, das war's wert. So. Perfekt. Kann ich die anderen Sachen alle erkunden? Die Wege sind nur lang. Bringt mich gar nicht weiter, ne? Springen oder so, ne? Okay, also was kann ich jetzt hier machen? Vielleicht kann ich hier noch die Kugel schieben. Durchschießen. Oh. Hm. Okay. Ich stelle mich an wie sonst was. Nein, jetzt habe ich die Kugel da runtergekullert. Mann. Zylinder. Genau. Und jetzt geh da rein. Ja, einen neuen Weg gefunden. Also. Theoretisch. Was? Ich denn die Kugel jetzt hier hoch? Schaffe ich so gar nicht. Dann gehe ich da lang. Schön, immer was Neues zu entdecken. Oh, der hätte vorher sprechen sollen. Ja, ich weiß.
Nein. Jetzt muss ich hier treffen. Einer. Neuer Weg auf. Oh, da hier. Nope, der geht nicht kaputt. Nee. Merci. Muss ich mit der Kugel? Etwas längere Folge, weil ich muss das Rätsel in dieser Folge lösen. Ja, schön. Ging hier nach oben. Aha. Nach Kashyyyk. Cordova hat den Namen Tafful erwähnt. Oh, ein Wookiee-Häuptling. Sie waren Freunde. Meint ihr, der lebt noch? Das gilt es herauszufinden. Wir müssen nach Kashyyyk. Okay, ab nach Kashyyyk. Wenn wir fahren nach oben, aber es sieht aus, als ob wir nach unten fahren würden, ne? Naja. Oh mein Gott, ich habe TIE Fighter gehört. Macht mir nicht gerade Hoffnung für mehr. Gut, was uns noch erwartet und ja, da unten sehe ich schon Sturmtruppler. Und wie es weitergeht, das erfahrt ihr. Neue Fähigkeiten sind verfügbar? Oh? Nein. Wollte ich mit euch jetzt ganz kurz noch gucken. Die neuen Fähigkeiten kommen. Verdammt, hätte ich meine Punkte doch nicht so aus. Nein, nicht aus. Fähigkeitenbaum. Oh. Macht Schub, hältst du Schub? Kann Kellgruppen von Gegnern zurückwerfen, große Gegner ins Wanken bringen. Okay. Verlangsamen. Kells maximale Macht erhöht sich. Oh, das ist so schön hier. Aber hier.
Er regeneriert zusätzlich Leben, wenn er einen Stim-Behälter von BD1 benutzt. Okay. Maximal Gesundheit wird erhöht. Automatisches Abblocken ist auch schön. Was haben wir da? Erhöht die Distanz, die Kell mit einer Sprintattacke zurücklegen kann. Ein Luftangriff mit dem Kell-Gegner in seiner Nähe bei der Landung zurückstoßen kann. Und die kennen wir, und das ist verzögerter Stoß. Nice. Ja, langsam kommt da was, ne? Langsam kommt da was. Gut, also, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal. Und ja, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.